Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch begrüßen und ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid. Ich habe gestern ein bisschen gestreamt und da kamen extrem viele Leute in meinen Chat hinein und haben gefragt, Tobi, was ist denn jetzt in der Preseason, wann kommen denn jetzt die Änderungen, warum sind die Änderungen noch nicht da, lohnt es sich überhaupt noch Ranked zu spielen und wo, vor allem die große Frage, wo sind meine Belohnungen? Und da war ich ein bisschen schockiert, dass so viele Leute gar nicht wissen, was denn jetzt überhaupt Sache ist. Das heißt, was bringt die Preseason, wofür ist die Preseason und wie geht's denn jetzt überhaupt weiter? Und deswegen habe ich mir gedacht, droppe ich mal dieses Video, ich meine, es gibt ja auch viele, die haben erst dieses Jahr angefangen, um euch so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, zu sagen, was denn jetzt passiert. Und zwar fängt das Ganze erstmal so an. Wofür ist denn überhaupt die Preseason, was ist die Preseason? Pre, klar, ne, vor, also Vorsaison, denn in League of Legends ist es so, dass sich jedes Jahr sehr, sehr viel ändert. Und das ist sehr gut, das belebt das Spiel. Das heißt, sehr oft ist es so, dass der komplette Jungle verändert wird. Es kommen neue Items, es kommen Items weg. Die Türme zum Beispiel, ne, wenn wir jetzt mal auf diese Änderung schauen, Türme werden verändert. Minions werden ja ein bisschen verschnellert, werden die, das Game so ein bisschen angekurbelt werden. Außerdem kommen wieder Runen mit rein. Das heißt, so Runen wie Armor, Magieresistenz, Attack Speed, Cooldown Reduction etc. Zu all diesen Änderungen habe ich schon mal ein Video gemacht. Das heißt, wer sich dazu interessiert, dem packe ich das unten in die Beschreibung rein. Und weil all diese Änderungen, ja, man kann halt nicht wissen, wie es läuft. Ne? Es kann sein wie mit Clash. Ne? Du schmeißt das mal alles auf den Server drauf und es bricht einfach das komplette Chaos aus. Und dafür ist die Preseason, um quasi zu testen. Man könnte sagen, es ist ein Testserver. Das heißt, es könnte nämlich passieren, dass ein Spieler, der eigentlich extrem gut ist, in Master ist, aber durch diese Änderungen, die komplett weird sind und gar nicht auf sein Spielziel passen, er jetzt nur noch Diamond wird, weil es einfach nicht mehr sein Game ist irgendwie, weil die Änderungen ihn nicht zu spielen. Genauso könnte es aber auch andersherum sein, dass irgendwas, zum Beispiel wie der aktuelle Victor, komplett broken ist, weil es einfach nicht richtig gebalanced ist, weil es erst getestet werden muss und dadurch so ein Diamond 5 Fahrzeugspieler wie ich einfach mal Diamond 1 wird, weil er eine Mechanik abused, die gerade da ist, ne, im Spiel, die halt nicht ganz fair ist vielleicht. Weiß man nicht, ne? Nice joke. Ich und Diamond 1. Ja, auf jeden Fall, dafür ist die Preseason da. Das heißt, nehmen wir an, ich werde Master in der Preseason. Die Preseason wird nicht gewertet. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Das heißt, egal welchen Rang ihr, wenn ihr jetzt Bronze seid und in der Preseason, und die geht circa bis Januar, auf Gold climbt, dann bringt euch das keine Belohnung, ihr kriegt keinen Goldrahmen, ihr kriegt keinen Orianna-Skin, das heißt, wer bis jetzt kein Gold erreicht hat, der wird auch keinen Orianna-Skin bekommen. Muss ich einfach mal so ganz knallhart sagen. Denn die Belohnungen standen bis zum letzten Montag fest, ja. Da hattet ihr nochmal die Chance zu spielen, ab da ist dicht, ja. Timeline ist over, die Deadline ist erreicht quasi. Und da kommen wir nämlich auch direkt zu dem nächsten Punkt. Was für Belohnungen gibt es denn jetzt überhaupt und wann kommen die Belohnungen? Wann bekomme ich meine Belohnung? Grundsätzlich, was Belohnungen angeht, sieht das Ganze folgenderweise aus. Bronzespieler werden ein Symbol bekommen und natürlich ihren Rahmen und ein Auge. Ja, also ein Wardskin. Bei Silberspielern ist dasselbe, nur dass die halt einen Silberrahmen bekommen. Und bei Gold wird das Ganze so abgegradet, ihr bekommt einen Victorious Orianna Skin. Ihr bekommt ebenfalls einen Chroma, je nachdem, wo ihr Gold erreicht habt. Das heißt, wenn ihr Gold im Solo-Queue erreicht habt, dann kriegt ihr irgendeine Farbe. Wenn ihr noch Gold im Flex erreicht habt, kriegt ihr eine zusätzliche Farbe. Und wenn ihr Gold im 3 und 3 erreicht habt, dann bekommt ihr ebenfalls einen weiteren Chroma-Skin. Außerdem bekommt ihr ebenfalls das Wort, das Symbol und natürlich euren Rahmen. Das Ganze gilt ebenfalls für Platin und Diamant. Das heißt, Gold kriegt dasselbe wie ein Diamantspieler, abgesehen von dem Rahmen. Nur bei Challenger ist das noch ein bisschen anders, dass der ebenfalls diesen tollen, ich habe ihn nicht mal gesehen, ehrlich gesagt, Rucksack bekommt, den Challenger-Rucksack. Das sind die Belohnungen soweit. Es gibt aber noch weitere Belohnungen. Denn es gibt zum einen die Honor-Belohnung. Das heißt, wenn ihr ein gewisses Honor-Level erreicht habt, ja, ihr habt den Weg des Honorable-Spielers eingeschritten, dann bekommt ihr am Ende der Season, je nachdem, ob ihr jetzt Stufe 2, 3, 4 oder 5 seid, eine Belohnung dafür. Es wird sehr, sehr wahrscheinlich auch ebenfalls ein Ward sein, ein ehrenhafter Spieler. Ehrenhaft. Ja, ein ehrenhafter Spieler-Ward. Und es kann sein, dass auch noch andere Sachen dabei sind. Vielleicht irgendwelche, weiß nicht, irgendwelche Goodies, kann sein, weiß man noch nicht genau. Und ebenfalls zu diesem ehrenhaften Dings, ehrenhaften, ich hab das, kennt ihr das von A-Man was ein Auto, das hat es so eingebrannt bei mir. Ne, auf jeden Fall gibt es noch eine zusätzliche Belohnung, und zwar die Belohnung, wenn ihr in dieser Season mindestens Honor 2 erreicht habt und, Achtung, keine höhere Strafe als eine Chat Restriction bekommen habt. Das heißt, wenn ihr mal gebannt worden seid, Boosting oder was auch immer, dann bekommt ihr diese Belohnung nicht. Das ist ebenfalls so ein kleiner Goodie, der ist nur einmal und den kriegen einfach Leute, die, ja, ne,
die jetzt nicht so krass hart hinten tilten oder irgendwas machen. Ne? Chat Restriction ist noch okay, auch wenn ihr mehrere habt. Nur ihr müsst halt wenigstens 102 erreichen. Für die andere Belohnung müsst ihr mindestens 103 erreicht haben, um diese bekommen zu können. Weitere wichtige Frage natürlich, wann bekommen wir denn unsere Belohnung? Das wird auf jeden Fall wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Das heißt, ich kann es ehrlich gesagt noch gar nicht sagen. Es gibt keinen Zeitpunkt, das wird mit der Zeit einfach sein. Chillt euch ein bisschen, wartet ein bisschen. Meistens kriegen auch nicht alle Spieler direkt zum selben Zeitpunkt ihre Belohnung, weil einfach so viele Spieler die Belohnung bekommen, dass es manchmal so ist, dass der eine den Tag früher bekommt oder was weiß ich. So war es zumindest in den letzten Jahren ab und zu mal so. Wie es dieses Jahr ist, das weiß ich nicht. Chillt euch auf jeden Fall so ein bisschen. Tobi, wenn denn jetzt Preseason ist, warum sind denn die neuen Türme noch gar nicht da? Das ist ehrlich gesagt eine ziemlich gute Frage, denn im Prinzip der Patch-Zyklus ist immer alle 2 Wochen und ich gehe sehr stark davon aus, weil er letzte Woche war, dass er diese Woche nicht ist und dass er dann nächste Woche kommt, damit der Zyklus eingehalten wird. Das heißt, ich gehe super stark davon aus, dass am Dienstag Abend der Patch kommt, beziehungsweise die Patch-Notes und Mittwoch dann der Patch drauf ist und ihr dann die neuen Änderungen spielen könnt soweit. Warum man das so gemacht hat und nicht die Season eine Woche länger, weiß ich nicht, ist ein bisschen weird, aber so ist es nun mal. Kommen wir aber zur noch extrem wichtigeren Frage. Preseason, was tun? Hilfe, ne? Im Prinzip habt ihr nämlich jetzt mehrere Möglichkeiten. Man kann aus der Sicht des Pessimisten sagen, ja, hey, es bringt jetzt nichts mehr, League zu spielen. Ne? Denn egal, ob ihr jetzt von Bronze nach Challenger aufclimbt, was ziemlich krass wäre, ihr werdet dafür keine Belohnung bekommen. Ist RIP. Ihr habt keinen Vorteil so gesehen davon, außer dass ihr zockt und climbt, was eigentlich cool ist. Aber ihr werdet dafür nicht belohnt. Das zweite ist, man könnte es jetzt aus der Sicht des Gechillten sehen und sagen, hey, okay, ich nehme jetzt die Zeit, in der League sinnlos für mich ist, ich ranke jetzt nicht und spiele andere Spiele oder ich mache was mit meiner Freundin oder ich mache was ich immer machen möchte. Ich nehme eine Pause von League und gehe dann frisch gestartet in die neue Season. Natürlich ist man dann vielleicht ein bisschen schlechter, weil man nicht viel gezockt hat, kann sein. Man könnte aber auch aus der Sicht des Optimisten rangehen und der bin, glaube ich, ich. Das habe ich gestern schon mal ganz kurz gesagt und zwar, im Prinzip ist es so, die Preseason. Jetzt werden natürlich keine Belohnung mehr dafür ausgegeben, aber ich bin ja ein Diamond 5 Spieler. Ob ich jetzt Diamond 5 bin oder Diamond 1, die Belohnung ist so oder so immer dieselbe, mehr oder weniger. Also es bringt mir jetzt keinen wirklichen Unterschied. Aber der Unterschied, der da ist, ist, dass ich vielleicht spielerisch besser werden könnte. Das heißt, wenn ich es jetzt vielleicht schaffe in der Preseason, ne, ich meine, wenn ich da Bock drauf habe, vielleicht habe ich da Bock drauf, vielleicht nicht, weiß ich noch nicht. Nämlich da richtig mit zu informieren, vielleicht ein bisschen mehr rein zu investieren und auf Diamond 2 zu climben, da werde ich besser im Spiel und kann auch nächste Season dieses Wissen vielleicht weitertragen, um auch direkt wieder Diamond 2 zu werden. Ich meine, wenn wir übel ehrlich sind, ob ich jetzt in der aktiven Season, also dieses vergangene Jahr jetzt Diamond 2 geworden wäre, als Beispiel, was ja mein Ziel ist, oder in der Preseason, ist ein und dasselbe. Bis auf, dass man sagen muss, dass jetzt sehr viele Leute, und das könnte kritisch werden, jetzt trollen werden. Genau, weil sie nämlich sagen, okay, es steht nichts mehr auf dem Spiel, ne? Das heißt, wenn ihr jetzt aus eurer Elo rausdroppt, dann bekommt ihr trotzdem eure Belohnung. Ja, solltet ihr Gold sein, Gold 5 und droppt nach Silber, ihr bekommt trotzdem eure Goldbelohnung, denn es ist Preseason. Es kann sein, dass diese Season nicht eure, dass diese Änderungen nicht für euch gut sind, ne? Und deswegen solltet ihr nicht bestraft werden. Es muss erst alles angepasst werden. Das heißt, viele Leute werden sagen, ja, scheiß drauf, ich spiele jetzt Diana AD Carry, ich spiele jetzt, ich glaube, so war es letztes Jahr und ich glaube, mich hat es extrem hart getiltet. Aber ich denke, für meinen Teil, ich werde versuchen, vielleicht ein bisschen besser zu werden. Es gibt aber einen weiteren optimistisch angesehenen, sehr, sehr guten, nicen MMR-Punkt und den möchte ich ebenfalls droppen und der ist wirklich gut, denn es ist so, ich bin ja MMR-Lover 2018, ist ja hoffentlich bekannt, bald 2019. Und der Punkt ist nämlich MMR. Ich erkläre es jetzt, wie es in den letzten Season war, weil diese Season kann es etwas anders sein, aber na, damit ihr es versteht. Nehmen wir an, ihr seid ein Silber 5 Spieler und ihr habt jetzt die Season mit Silber 5 beendet und auch die Preseason mit Silber 5 beendet. Ihr spielt dann eure neuen Placements und spielt die 5-5. Meistens war es so, dass ihr dann etwas tiefer eingerankt worden seid. Also nehmen wir an, ihr kommt dann Bronze 3. Ihr werdet euch von Bronze 3 hochspielen müssen, schön und gut. Nehmen wir an, ihr nutzt jetzt die Preseason und spielt von Silber 5 bis nach Platin 5. Nehmen wir das einfach an. Dann ist eure MMR, die wird nämlich übernommen. Ihr bekommt zwar keine Platin-Belohnung, das heißt kein Rahmen oder sowas und auch kein Skin, aber ihr behaltet eure Platin-MMR. Das heißt, wenn ihr jetzt eure Placement spielt, geht ihr nicht von Silber 5 aus, sondern von Platin 5. Und wenn ihr jetzt, nehmen wir an, 5-5 spielt, werdet ihr vielleicht in Gold 2 oder Gold 3 gerankt und nicht in Bronze 3. Das heißt, es macht durchaus Sinn, hochzuspielen. Ich glaube, ich habe gelesen, dass man in dieser Season nur auf das, was man erreicht hat, droppen kann. Das heißt, wenn ihr Silber 5 seid,
dann könnt ihr auch Maxi oder dann fangt ihr auf jeden Fall in Silber 5 an. Habe ich so gehört, möchte ich jetzt noch nicht bestätigen. Ich glaube, da ist aber was dran. Trotzdem bringt es euch was, wenn ihr jetzt die MMR erhöht und dann nicht in Silber 5 anfangt, sondern vielleicht in Gold 5 oder Platin 5 oder Eisen 5. Für alle Leute, die richtig krass auf Missionen stehen, ihr habt jetzt die Möglichkeit, jede Woche eine Mission abzusolvieren und dies abzusolvieren, kannst du sagen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ja doch, oder? Ach, keine Ahnung, abzusolvieren. Absolvieren. Und zwar, dass ihr, es geht nämlich um den siegreichen Poriana-Skin, ja. Poriana, also Poro, Oriana ist ein Symbol, nicht Skin, Achtung, Symbol, also ein Icon, ne. Wer auf Poro steht und auf Mission steht, könnt ihr euch ja spielen. Jede Woche kommt eine Mission. Ich habe keine Ahnung, wie die heißt, müsst ihr mal gucken. Bei mich interessiert es leider nicht, aber ich wollte euch das nicht vorenthalten, so fair bin ich. Ja, was mich nicht interessiert, kann ja euch interessieren. Die letzten zwei Sachen, die wir haben, ist, wann geht das Ranked denn jetzt wirklich los? Sehr wahrscheinlich am 23. Januar. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt ist tatsächlich Preseason. Ihr könnt die Preseason jetzt nutzen, wie ich es vorhin gesagt habe. Ihr seid der Pessimist, ihr seid der Chillomist, ihr seid der Optimist, was auch immer ihr machen wollt, oder der Intomist. Ne? Macht da, wie ihr wollt. Und der allerletzte Punkt, den wir haben, wie wird das mit den neuen Divisionen sein? Es wird Grandmaster dazukommen, also ne, zwischen Master und Challenger ist das, glaube ich, dann. Und es wird Eisen dazukommen unter Bronze. Wie wird das genau verteilt? Ach, außerdem wird es nur noch Vierer-Divisionen geben. Das heißt, es gibt kein Diamond 5 mehr, sondern nur noch Diamond 4. Das heißt, das Diamond 4 ist das neue Diamond 5. Aber wie wird sich das Ganze verteilen? Ich denke gar nicht mal so heftig. Das heißt, wahrscheinlich werden die Spieler aus Bronze 4 und Bronze 5, also die aktuellen, diese Spieler werden genommen und komplett über Eisen verteilt. Ich denke, so wird es ungefähr sein, dass diese relativ schlechten Spieler nochmal eine eigene Liga haben. Weil es gibt halt welche in Bronze 4, die sind noch halbwegs okay. Und dann gibt es welche in Bronze 5 mit minus 1000 MMR oder so, die halt richtig schlecht sind. Und die gehören halt nicht in eine Liga mehr oder weniger. Und deswegen, oder in eine Division. Und deswegen werden die nochmal komplett über vier weitere verteilt. Und dann gibt es bei Grandmaster und Diamant und die ganze Richtung, ja, also ist schwierig, wie man das Ganze werten wird. Das kann man nur spekulieren, das sind Spekulationen jetzt. Ich denke mal, dass die Spieler, die aktuell in Diamond 5 sind, dass die halt gesplittet werden. Hier ist im Prinzip dasselbe. Es gibt welche, die haben keinen Bock, die wollen einfach Diamond 5 bleiben und trollen. Die bleiben dann in Diamond 4. Und es gibt welche, die wollen halt wirklich tryharden, wie ich zum Beispiel. Und die kommen vielleicht dann sogar nach Diamond 3 oder Diamond 2. Ja, in diese Richtung geht das Ganze wahrscheinlich. Und der Rest, also die eigentlichen Diamond 2 Spieler, die vorher da waren, könnte sein, dass die halt nach Master bzw. Grandmaster dann rüberrutschen, ne? Ihr könnt mir auch gerne droppen, wie ihr das Ganze seht. Ich hoffe, das waren einige Informationen für euch, hat euch ein bisschen erleuchtet. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen.